Moin moin Leute, willkommen zur nächsten Folge. Und wie ihr seht, in der letzten Folge ist nichts Gutes passiert, denn Deutschland ist auf einmal, oder nicht auf einmal, ich habe es nicht gesehen, ich habe es anscheinend weggeklickt, im Bündnis von Albanien gelandet, also mit Albanien in einem Bündnis gelandet. Und da mit drin ist jetzt auch Rumänien. Wir haben zum Glück noch unsere Bündnispartner, denen wir gerade den Hunden zum Fraß vorgeworfen haben. Denn man sieht, ne? Ja, das Gute ist, wir haben viel mehr als die Deutschen im Feld. Deswegen sollten wir es eigentlich hinkriegen. Deswegen warten wir es noch ab. Und die 24 Divisionen, die wir haben, die schenken wir mal den Ungarn. Denn die können hier gerade, glaube ich, ein bisschen mehr gebrauchen als wir. Ja. Gut, wir machen mal auf vollen Vormarsch. Andernfalls werden wir uns nach und nach weiter zurückdrängen. Kann auch sein, dass das hier zu Ende geht. Ich weiß es nicht. Deutschland ist ja so overpowered ab und zu, dass das passieren kann. Aber vielleicht kesseln wir ja was ein. Das wäre ja super schön. So. So, hier sieht es doch gut aus. Und gleich, wenn ich sage, hört es schon wieder auf. Sehr schön. Gut. Aber es läuft, es läuft, es läuft. Gut, aber in Ungarn, ich glaube, Ungarn sollte gleich kapitulieren wahrscheinlich. Ah, nee, wir können es noch aufhalten. Aber irgendwas brauchen wir hier noch. Ah, wer will uns beitreten? Portugal, ah. Ah, nee, die sind mit den Sowjets im Krieg. Nee, nee, verpisst euch. Nee, 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 das wollen wir nicht. Lasst mal. Gut, wir haben hier einen kleinen Kessel gezogen. 6 Divisionen ist schon mal was. Ne? Genau, was ich machen sollte, auf jeden Fall mal Logistik in meine Armee, in meine Division packen. Das wäre, glaube ich, ganz schlau. So, nee, ihr solltet die nicht angreifen. Nein, nein, nein. Oder, wenn die eh so schwach sind, dann greifen wir sie doch an. Gut. Okay, okay, okay. Haben wir noch irgendwen, der uns was bringt hier? Bodenunterstützung 15% plus. Okay. So, hier versuchen wir auch mal vorzurücken. Das sieht gut aus. 84. ...2.400 Waffen im Plus. Ich glaube, es könnte schlauer sein, hier anzugreifen, Deutschland anzugreifen, anstatt sich jetzt ganz Frankreich erst wieder zu holen, ne? Ich glaube, das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Okay. KKK, das schaffen wir. Weiter geht's. Frankreich, ja, von mir aus. Ihr seid zwar mal eine Marionette, ich nehme es einfach mal an. Die wollen einfach nur ihre Autorität hier erweitern, ne? Aber okay. Okay, sollen sie machen. Bringt ihnen eh nicht viel. So, auf unsere Mannschaft müssen wir auf jeden Fall auch achten. Die geht Italien gerne mal aus. So, die landen ja nirgendwo, oder? Sieht nicht so aus. Nee, ich dachte schon in Britannien. Ist ja nicht toll. So, wir haben noch Luftüberlegenheit. Schicken jetzt mal alles hier hin. Okay. 97, 98, 96, 97. So. Okay. So, dann geht's weiter. Müssen die Deutschen irgendwie abschneiden. Das können wir ganz gut machen, indem wir Elsass hier abschneiden und die restlichen Häfen. Das wird schwieriger, aber Elsass, das können wir schaffen, abzuschneiden. Vom Rest Deutschlands. Boah, Gott sei Dank habe ich nach Europa geguckt, ey. Dann wär, oh, jetzt brechen die oben auch noch durch. Leute. Ja, wir können die Front hier nicht verlassen, das ist das Problem. Also können schon, aber sollten wir nicht. Wir müssen hier jetzt auf jeden Fall mal ein paar Divisionen zusammen schmeißen. So. So. Dann holen wir noch von unserem, von denen, die garnisieren, nochmal 10 rüber. So. Okay. Guck mal, hier können wir einen Kessel ziehen. Sehr schön.
können wir sogar noch weiter durch. Oh, Alter. Ja, man merkt, dass die Deutschen nicht viel haben, ne? Aber das kann sich schnell ändern in Kriegszeiten bei denen. Das machen die ja gerne. Okay, wir machen jetzt mal einfach den hier. Solange hier nichts steht, machen wir mal auf vollen Vormarsch. So, müssen jetzt auf jeden Fall noch einen General bekommen. Nehmen jetzt einfach mal ihn hier. Wo ist er? 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 Ja, wo bist du, Mann? Hier. So, dann fehlt uns hier zwar einer. Aber zum Garnisieren brauchen wir wirklich gerade keinen. Gerade. So, ja, die greifen mit Panzer an. Das haben wir natürlich nicht. Zumindest nicht viele. So, hier können wir auf jeden Fall aufhören mit dem Angriff. Ich möchte Genua gerne noch wieder haben. Hm. Polen gibt Danzig ab. Ey, echt jetzt? Ich hätte die gerade echt gut gebrauchen können. Okay, gut, hier greifen wir halt auch mit Panzern an. Okay. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Leichte Flugzeuge. Okay. Das hier, aha. Aber Genua haben wir immer noch nicht. Das will ich am meisten haben. So, ich weiß, ich greife immer mit ganz vielen an. In dem Fall ist das hier bei Italien aber gar nicht so blöd. Gut, wir hören hier auf mit dem Angriff. So. Und hier, was machen wir in Rumänien? Eigentlich ist das zweitrangig, ne? Aber, naja. Gut. Gut, wenn hier jetzt da zu wenig Leute sind, machen wir es jetzt so. Hier gehen die hin. Die sollen einfach nur dahin, um das zu schützen. Und mit dem Rest gehen wir hier hin und versuchen Deutschland von da aus zu zerstören. Okay. Okay, okay. Haben wir denn noch immer noch Luftüberlegenheit? Ja, haben wir. Okay. So, wenn ihr jetzt erstmal dahin kommt, dann läuft es wahrscheinlich besser. Nur müssen wir erstmal durchs Gebirge kommen. Das ist natürlich auch wieder ein Problem, ne? Schwierig, schwierig. So, wir müssen in diesem Fall auf jeden Fall, ja. Okay, wir haben schon viel auf Waffen. Die können wir noch nicht mehr machen, ne? So. Auf jeden Fall sind die Militärfabriken jetzt viel wichtiger für uns. Und ich hoffe nicht, dass die irgendwann auf die Idee kommen, die Deutschen irgendwie Britannien oder sowas anzugreifen. Hier oben, unser Gebiet meine ich. Aber wenigstens können wir jetzt mit mehreren Divisionen, also mit mehreren, wie heißt es denn? Mit mehr hier Generälen landen. Schon mal etwas, ne? So, ne, Genua kriegen wir immer noch nicht. Mann, so. Ich komme mal hier mal voran. Okay, kommen wir nicht. Hier auch nicht. Gut, dann, wir lassen es erstmal. Wir lassen die erstmal schön ausbluten. So, hier sind fast alle da. Dann los. Gut ist was anderes, ne? Aber es läuft an einigen Stellen. Oder wird es wahrscheinlich in der nach und nach jetzt gleich rot werden. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie Rumänien zerstören. Das machen wir, indem wir Kessel ziehen. Ist eine sehr gute Taktik. Wenn sie dann funktioniert. Zumindest. Ja doch, machen wir so. So, hier können wir auf Volkssturm gehen. Dann kriegen wir gleich wieder mehr rekrutierbare Bevölkerung. So, hier haben wir wieder hier haben wir wieder sehr viel Verschleiß. Können hier natürlich einen Knotenpunkt bauen, so ist nisch. Machen wir auch. Okay. Wir greifen jetzt einfach mit ganz vielen die da oben an. Ja, die haben hier natürlich keine Generäle drin. So, hier haben wir auf jeden Fall den Kessel zugezogen. Den können wir auch auflösen. Hier oben klappt das aber nicht so toll. So, dann kriegen die noch ein bisschen Unterstützung.
So. Wir können ja auf jeden Fall Gebirgsjäger nutzen. Das könnten wir mal machen, ne? Und den vollen Vormarsch könnten wir auch mal stoppen. Gut, 98. Die müssen wir irgendwie noch aufhalten. Ach, Leute. Ah, okay, doch. Hat geklappt. So. Gut. Dann würde ich sagen, Leute, beenden wir die Folge jetzt mal wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Video positiv bewerten könntet. Stimmt, ich habe noch Marionetten. Den kann ich auch noch sagen, dass ich deren Truppen haben will, ne? Frankreich kann aber nicht viel haben. Glaube ich. 7. Mhm. Naja. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben, einem Abo oder einen Kommentar freuen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge einfach wieder dabei seid. Ja, bis dahin. Ciao.